Was ist das für ein Vogel? Hat er ein bisschen zugenommen. Achtung. Ja, so ein bisschen. Oder du jetzt. Also das ist geil. Hallo, ich bin die Martina, 35 Jahre alt, arbeite im Glasdachbau und das sind meine vier Jungs. Und an diesem Auto hängt die gesamte Existenz der Familie. Ein Ford C-Max von 2003. Es kann sich kein Kind selbstständig anschnallen, weil wir den Platz einfach nicht haben. Doch nicht nur der Platzmangel ist ein Problem. Mit dem Motor ist etwas nicht in Ordnung. Ich bin der Deed. Wer bist du denn? Ich bin Lukas. Hi Lukas. Moin. Jan Lukas. Jan Lukas, das finde ich ja spitze. Und wen haben wir da? Delovan. Delovan. Und da ist noch jemand. Marlon. Hi Marlon, ich bin Deed. Und wo ist Mama? In der Küche? Kuckuck. Hallo. Ich glaube, wir haben einen Termin, oder? Ja. Ihr seid eine ganz schön große Truppe, ne? Ja. Ich arbeite Vollzeit, 8 bis 9 Stunden täglich. Und von den Vätern 0. Für keines der Kinder bekomme ich von den Vätern Geld. Was hast du denn im Monat? Im Monat, was ich verdiene jetzt so? Ja, 1.500 netto. Das reicht auch von hinten. Kindergeld und Unterhaltsvorschuss. Boah, ist das hart. Was hast du denn für mich? 1.500. Puh, dafür gibt's keinen Siebensitzer. Der Ford, der dir Probleme macht, der steht? Hier vorne. Martinas Ford C-Max von 2003. Nicht nur Motor, Dellen und Rost sind nach knapp 145.000 Kilometern das Problem, sondern auch noch das Getriebe. Was hast du abgelegt? 3. 3.000? Ja. Was für ein Baujahr? 2003. Nee. Doch. Nein. Doch. Wieso so viel? Ja, was soll ich machen? Das Auto ist so kaputt, dass selbst der RTL2-Gebrauchtwagen-Experte scheitert. Ja, da rockt er schon nicht mehr. Hä? Also eigentlich ist zu mir rum, muss er einmal Klick machen. Ja. Geht er aber, macht er ja nicht. Ach, hör auf. Doch, und Nummer 2 ist hoch. Also, ja. Was ist das für ein Scheiß? Gib mal Gas. Stopp. Stopp. Hört man doch schon. Oh, nee. Also, wieder ist der Topf ausgebrannt. Ah. Ah. Scheiße. Ja, was hat er denn? Regelt nicht sauber ein. Erhöhte Leerlaufdrehzahl. Hat mal, ich kuppel aus. Jetzt geh runter. Was haben wir hier? 1100, 1200 ist zu hoch. Kundschaft. Moin. Werden hier schon die ersten Deals gemacht? Ja. Ist das hier ein vertrauensvolles Autohaus? Wir hoffen. Das ist das beste Autohaus am Platze. Du bist hier der Einsatzleiter? Genau, ich bin der Einsatzleiter. Eddie ist mein Name, Eduard Schmidt. Aha, ja, und ich bin der Deed. Ja, dann passt das doch, ne? Du, pass auf, ich habe heute einen Bombenschlitten dabei. Ja. In Silbermetallic. Was willst du mit dem Ding überhaupt hier? Ja, komm, pass auf. Ich habe hier einen Fall, Ludwigslust. Ne? Keine Kohle, großer Frust. Ja. Rechts. Links. Ja, mach. Geht nicht. Ja. Wenn das jetzt hinkriegst, dann. Schaut mal, ne? Mann, funktioniert doch. Sag mal, gib drauf am Profi. Ist in Ford. Ganz dicht oder was? Ja. Machst das schon länger, wa? Ja. Mit Auf und Zu? Natürlich. Die geöffnete Haube macht das nicht besser. Deed muss das Auto möglichst schnell und möglichst teuer verkaufen. Ich habe eine Idee. Unsere Aufkäufer kaufen die Dinger in der Auktion. Was meinst du? Das ist aber eine langwierige Sache. Das heißt, ich würde das Auto hier hinstellen. Und dann bieten die. Ich will jetzt keinen Druck machen, aber ich habe echt nicht so viel Zeit. Die Dame hängt zu Hause. Okay. Kann ich zur Arbeit? Wie viel Zeit hast du? Jetzt. Komm, ruf die Jungs an. In den Ofen. Muss ich hier noch was machen oder sowas? Hast du ein paar Jungs in der Werkstatt? Nö. Also ich lasse das Auto aufbereiten, weil. Ja, so Moment, dann willst du jetzt Geld von mir oder was? Naja, pass auf. Nur nicht. Das lohnt sich. Die kriegst du wieder, die Kohle. Ja? Also wenn ich 100 einsetze, normalerweise läuft das Geschäft immer so, alles was du einsetzt, muss mal 3 sein, das lohnt sich dann. Das glaube ich schon, kriegen wir hin. So. Ja? Moin, grüß dich. Hi. Hast du hergeschafft? Ja. Ja. Genau, das ist der erste Schlag. Und dann kommt der zweite und dritte. Mal sehen, wer kommt. Also ich habe 7, 8 angerufen. Ne? Ach, hast du gar keine Zusagen? Ja doch, aber nicht alle verbindlich. Und der Wagen? Wollen wir schauen? Ja. Okay. Die Aufbereitung hat sich gelohnt. Der alte C-Max erstrahlt in neuem Glanz. Der Innenraum ist kaum wiederzuerkennen. So kann man den Wagen anbieten. Na, da kommen schon die Ersten. Moin. Moin, moin, moin. Ihr seid die Männer, die Bock auf Schlitten haben. Das Beste, was euch heute passieren kann. Tatsächlich kommen ein paar Aufkäufer, die solche Autos ins Ausland verkaufen. Natürlich informiert Deed sie über die Schäden des Ford. Bei 300 geht's los, der Erste. Gerne. 500. 500, siehst du? Ja. Dann 600. 600. 700.
Santa Maria, Leute, das ist ein 1,8er, ne? Das ist ein sauberes Modell. 150, 750 haben wir, 750. Frontscheibenheizung. 800, oh, ach, Frontscheibenheizung, das sind Specials, das ist 900. 900, jetzt, komm, du bist jetzt, mutig, jetzt, ne? jetzt werde ich zittrig. David. Was ist mit dir? Ja, komm. 950. 950, was ist mit dir? Ich bin raus. Du bist raus. Du, bei dir klemmt der Gang. Komm mal vor. So, ja. 950 stehen wir gerade. Dann machen wir glatt 1000 Euro. 1000 Euro haben wir hier. 1000 Euro. Du bist raus. Du bist drin. Ja, vielleicht noch 50 drauf. 1050. 1050 haben wir hier. 1050. 1050 haben wir hier. 1050 zum ersten. Wir machen glatt. 1001. 1100 Euro. 1100 Euro haben wir gerade hier. 1100 Euro, letzte Gebot. Was mit dir? Klemmt der Gang? 1100 Euro haben wir gerade. Ja? Wollt ihr bald? Alpha 50 noch? Pass auf, für einen guten Zweck, die 1200. 1200 Euro. Steht. 1200 Euro. Du bist raus, du bist drin, 1200 nee. Haut hin. Nee. Du checkst ich. Aus? Nee, bin ich auch. Da bist du raus? Bin ich auch. Ja, okay. ja. 1200 zum ersten, 1200 zum zweiten. Achtung, der Hammer kommt. 1200 zum dritten. Verkauft für 1200 Euro. Für dich. Und für dich, wenn ich schon hier bin, geht da was? Hast du was? Dann müssen wir am Platz laufen. Einfach mal schauen. Eddie! Ja! Eddie! Ja! Eddie! Du hast so viel Kohle gemacht eben. Ja. Da komme ich ja nicht mal im Entferntesten ran. Ja. 7.900. Ein bisschen verhandeln wir ja auch noch. Ist das der neue Traumwagen der vierfachen Mutter Martina? Ein Opel Zafira von 2013. Er ist Checkheft gepflegt, hat sogar Biegsinn und Licht und vor allem gibt es 7 Sitze und Platz ohne Ende. Gut, da läuft er sauber, da kann ich jetzt nicht weinen, da kann ich nicht meckern. Du kriegst so ein Ding auch für einen Sechser. Du kriegst so ein Ding auch schon für einen Fünfer. Aber nicht mit der Erstzulassung und nicht mit den wenigen Kilometern. Ja, wunderbar. Wie gesagt, Xenon, ne? Klimaautomatik, dafür kriegst du den nicht. Durchzug stark, jawohl. Gut, motormäßig darf er auch nichts haben. 100.000 Kilometer Laufleistung ist doch für so eine Maschine nichts. In Sachen Extras, Multifunktion, Mittelarmlehne, vernünftige Schaltung, Klimaautomat. Vernünftige hohe Sitzposition, Möglichkeiten in Sachen Stauraum oder 7 Sitzer, ist natürlich auch ein Hit. Chris hat Ding für einen Sechser hin. Nee, für einen Sechser kriegst du nicht hin. Lass uns, in der Mitte liegt die Kraft, ja? Wo denn? Geteiltes Leid ist halbes Leid. Ja. Ich mach 6,7 und dann sagen wir ja. Ho! Geteiltes Leid ist halbes Leid. Das ist ein Honi. Ja? Und den, ja? Pass auf. Scheine machen für die? Muss ich, das weiß ich. Ja. Der Familie soll es gut gehen, das ist mein Ziel. Das Fahrzeug wäre passend. Preis ist nicht zu hoch, auch nicht zu viel, aber ich habe das Geld noch nicht. Okay. Wir halten jetzt 6,7 fest. Ja. Dann anrufe ich auf. Okay. Ja, hallo. Moin, Dina, es gibt Neuigkeiten. Darf ich reinkommen? Ja, klar, komm rein. Ich will nicht betteln, aber vielleicht gibt es auch Möglichkeiten. Hast du eine Idee, wie können wir noch ein bisschen Scheine machen? Oh, Date, ich weiß es nicht. Meine Autos bringen Geld, wenn man die richtigen hat. Ja. Teile bringen auch Geld. Ich rufe Olli an, der hat nämlich mit Gnade einen Lacker, der ist in Neumünster, ist ein paar Kilometer weg. Aber vielleicht bringt's das, weil da hatten wir alles. Ersatzteile, Lackierer, ja, und vielleicht auch noch ein paar gute Kontakte. Det hier, moin Olli. Hi Det, na? Du, ich bin hier gerade in Ludwigslust und hab richtig Frust. Du, pass auf, ich muss ein paar Scheine machen und du hast eine Lackierbude bei dir. Und Teile hast du auch, ne? Ja, klar. Hast du vielleicht... Jetzt. Bock drauf, mich ein bisschen zu unterstützen, dass man zum Beispiel Ersatzteile ein bisschen aufhübscht. Also der Tag, der fing so schön an und dann war der Müller dran. Ne? Spinnst du? Du, bei mir klemmt gerade richtig der Gang. Kann ich mal eben vorbeikommen? Ja, natürlich. Wo seid ihr in Ludwigslust? Ja, da brauche ich ja locker 2,5 Stunden, ne? Ja gut, bis dahin kann ich dir sicherlich irgendwas Geiles organisieren. Ich freue mich, ich komme zu dir. Danke, bis dann. Ciao. Du alte Fachkraft. Ja, alles gut? Ja, auf Autobahn haben wir ja schon ordentlich Zeit verbracht. Dementsprechend klemmt ein bisschen der Zeitplan. Genau. Hast du was vorbereitet? Ich hab was vorbereitet. Das ist ja schon was Feines. Was hast du vor? Du, ich wollte eigentlich so ein kleines Projekt starten mit Kindern. Ja, wie? Und, gescheitert? Nö, du, das ist jetzt gerade erst in der Mache gewesen. Und... Achtung, Kinderprojekt habe ich jetzt auch. Frau, 4 Jungs, Shorties. Ja, perfekt. Nicht mehr mobil. Perfekt. Ja. Dann unterstützen wir die gerne. Ich habe noch ein paar schöne Sachen. Ja. Die liegen bei meinem Lieblings-Superlackierer Markus Firo. Okay. Lass uns einfach hinfahren. Der
Plan ist es, die Teile per Airbrush mit Motiven zu versehen, um ihren Wert zu steigern. Mit 400 bist du bei? Und bei dir? Kostet Kunst? Natürlich kostet Kunst immer irgendetwas. Ja, das ist das Problem. Ne? Selbstverständlich. Ich muss erstmal ein bisschen Geld zusammenkratzen, ja, bevor ich was ausgeben kann. Bisschen Design, vielleicht auch meine Birne. Also bei deiner Birne würde ich es kostenlos machen. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Das würde ich bei dir nicht machen, weil der kommt ja wirklich nicht. Deine Birne ist kostenfrei. Wenn Det nur die Karosserieteile bezahlen muss und nicht das Airbrush, dann ist das ein guter Deal. Jetzt muss nur noch der Airbrusher Kai ins Boot. Hast du schon was, was ich mir angucken kann? Auf meinem Auto. Wo? Auf der Motorhaube draußen. Was ist das denn hier? Ist das ein Gorilla? Richtig. Da wissen die Leute gleich im Rückspiegel. Achtung, ich fahre rechts rüber. Jetzt. So, was sagst du? Wie lange brauchst du die Teile? 2 Stunden? Vergiss es. Ja, wie jetzt? Komm morgen wieder. Morgen? Ja. Wegen Trocknung? Ja. Und wegen Arbeit. Klar, das ist nicht, ich bin kein Drucker. Ja, das ist richtig. Ja, ja. Das ist Feingefühl. Also, großes Kompliment. Danke, dass ihr das macht. Ja? Dass wir da zusammenhalten. Kein Problem. Und dann komme ich morgen wieder. Und dir sage ich auch noch mal Danke. Und du checkst noch mal die Lage. Ich telefoniere heute Abend ein bisschen. Und wo kann man die Sachen loswerden? Genau. Hallo, moin. Jetzt gehe ich aber auf die Knie. Donnerwetter. Gefällt's dir? Mega. Sehr schön. Und Kai Kock, du bist ein super Bock, das steht fest. Sag mal, was ist das für ein Vogel? Hat der ein bisschen zugenommen? Achtung. Ja, so ein bisschen. Oder du jetzt. Also das ist geil. Darf ich schon anfassen? Natürlich. Ist schon trocken. Das ist ja Kunst. Du drückst hier drauf, ja, dann kommt Luft und dann ganz langsam zurückziehen. Dann und kommt Farbe. Was habe ich da für eine Farbe? Wo ist die Farbe? Da ist jetzt weiß. Weiß. Da hast du keine Tinte im Füller oder was? Siehst du, da gibt er mir die Pistole in der Hand und hat einen Leerschuss oder was? Das kann nicht wahr sein. Machen wir nochmal. Oh, habe ich gekleckert? Das kann passieren. Das ist ganz normal. Habe ich einen Vorschuss gegeben, ne? Das ist doch für das erste Mal. Kai hat noch etwas für Det vorbereitet. Im Lager hat er noch Spiegelklappen und Tankdeckel gefunden, die er Det zum Verkauf zur Verfügung stellt. Also, was hier für fette Karren stehen, da muss auch wohl was gehen. Boah, guck mal die Felgen an. Moin! 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 Sag mal, wo bin ich denn hier gelandet? Das sehe ich aber auch so. Lambo. RS6. Ich werde kurzatmig. Aber auch Chef sitzt oben. Ach, da muss ich dahin. Ja. Alles klar. Moin. Haben Sie auch was mit Tuning zu tun? Adi, hallo. Hi. Super. Du bist hier der Boss? Ja. Ich war gerade bei den Kollegen, die meinten, ich soll mal hier mal ins Büro kommen. Was kann ich für dich tun? Ja, das ist eine gute Sache. Der Olli hat Meldung gemacht. Pass auf, hier was Geiles für dich. Oha. Darf ich hier mal so frei sein? Ja, klar. Ich wollte dich direkt mit der Tür ins Haus fallen, aber jetzt bin ich schon drin. Ja. Kennst du den? Ja. Magst du den? Ich glaube schon. Sehr gut. Es geht hier nicht um Materialwert. Es geht darum, weiß ich, ob Olli schon Meldung gemacht hat, dass ich hier mich für eine Dame einsetze mit 4 Kindern. Du, was meinst du? Ich werde jetzt nicht unverschämt sein. Ne? Ich hatte an 1500 gedacht. Jetzt übertreibst du aber. Ach komm, jetzt mach hier nicht dicke Backen. Pass auf, ich mach das ja nicht irgendwie so, weil ich ein Freizeitproblem habe, sondern weil ich. Ich will der Familie helfen. Ich komme einigen zu halbwegs sein, bei dir 1200. 1200? Ja. Was meint ihr? 1200. 1200. Nun kann Det die restlichen veredelten Teile abholen. Airbrusher Kai hat alles gegeben, um rechtzeitig fertig zu werden. Ich weiß gar nicht, wie ich dir danken soll. Das ist richtig geile Arbeit. Wunderbar, das freut mich. Und das läuft. Mach weiter so, bist ein super Typ. Det. Danke, gleichfalls. Mach auch weiter so. So, das heißt jetzt Scheine machen. Wie geht's weiter? Adressen, Leute abfahren, anklopfen, gucken, was geht. Der Gebrauchtwagen-Profi hat Druck. Det fährt verschiedene Händler an. Keiner hat Interesse an den Türen oder der Haube. Er verkauft ein paar Spiegelklappen für 200 Euro und erhält ansonsten nur Abfuhren. Ist das was für dich? Bist du das da drauf, Det? Ja. Also das kann man doch wohl erkennen, ne? Ein bisschen verbissen, verkissener Gesichtsausdruck. Hast dich kaum verändert, würde ich sagen. Oh, jetzt kriege ich aber gleich einen Farbwechsel. Jetzt kriege ich ja gleich rot weg hier. 850. 800. Gemacht. Klingt gut, aber noch immer fehlen knapp 2000 Euro. Was wärst du denn bereit, für sowas rauszulegen?
Kostet im Tausender, klar. Machen wir für einen Tausender. Ist ja für einen guten Zweck, ne? Hand drauf, Deal ist gemacht. 1000 Euro glatt. Läuft. Aber Det muss ja auch noch die Blechteile bei Autohändler Olli bezahlen. Statt Geld hat Det eine Überraschung für ihn. Olli, wo steckst du? Hi, Oh, Zahltag? Ja, ja. Ich meine, bei uns ist ja noch was offen, das weiß ich. Ich bin aber noch nicht fertig. Und du hattest doch irgendwas gesagt wegen der Kohle. Schlitzohr Det will nämlich nicht Cash, sondern in Naturalien bezahlen. Achso. Ist das was? Für dich. Ich will jetzt ein Tauschgeschäft anleiern. Damit willst du mich jetzt abspeisen? Richtig. Du, ist ja wieder für einen guten Zweck. Kriegen wir das hin? Machen wir. Dann bleiben die Sachen bei dir. Und das nehme ich mit. Und das heißt, dann nehme ich auf eine große Fahrt mit. Die Airbrush-Aktion läuft prächtig. Der Verkauf von zwei Türen, einer Haube und zwei Spiegelkappen haben 3.200 Euro gebracht. Jetzt fehlen mir aber trotzdem noch 900 Euro. Ich habe noch eine Tür vom BMW, vom Z3. Aber ich weiß noch nicht, wie ich die an Mann kriege. Jetzt guck dir das mal an, das strahlt dich an. 700. Du, damit komm ich nicht zurecht. Kommst du nicht zurecht? Nee. Tausender. Mensch, 1000 Euro. Du kannst doch nicht unter 1000 Euro gehen, wenn es hier für eine Z3-Tür flammenneu gut gespritzt und dann bin ich da auch noch drauf. Ja, ich kann auch noch mein Otto draufsetzen. Ja, das müssen wir sowieso machen. Also, ja. Aber dann müssen wir auch 1000 haben, oder? Nee, komm, 1000, das kriege ich nicht ganz hin. Lass es 900 sagen. Ja, komm, dann sagen wir jetzt 59. Dann bist du unter 1000 und ich habe ihn nicht gekriegt. 59? 59 in der Mitte. Komm, zack. Seid ihr soweit? Ja? Ja. Darf ich, Tina? Weinst du? Nein. Weinst du noch nicht? Nein. So, pass auf. Das ist euer neuer Alter. Oh. So doll. Oh, das sind Freudentränen, ne? Na, komm mal her. Ich zeig dir mal deinen Platz. So, du bist der Größte, du hast am nächsten jetzt den Führerschein, ne? Ja. Willst du mal vorne rechts Platz nehmen? Und du gehst mit deinen Brüdern nach hinten. Du bist der beste Date. Ach komm, jetzt krieg ich hier gleich rote Bäckchen. Du weißt du was? Oh, ich bin platt. Viel Spaß. Dankeschön. Tina? Ja. Dein neuer Alter.